So, Kamera läuft und damit ein herzliches Willkommen, liebe OpenXCom-Freunde. Heute geht es wieder weiter. Ne? Ihr werdet es nicht gemerkt haben, aber Selma und ich hatten eine kleine Pause gehabt zwischendrin, weil im Moment ziemlich viel bei mir um die Ohren ist, ne? Beruflich und privat. Aber wir versuchen heute wieder einzusteigen. Selma, wie ist es? Bist du fit? Bist du bereit? Ich sag mal ja, ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Ja, ich auch nicht. Macht jetzt so ein, hat so ein bisschen ein Gefühl wie blind, jetzt wieder da reinzugehen, ne? Ja, ja, etwas. Ah. Und wer jetzt denkt, ja, dann guck doch bei YouTube vorher, das letzte Video ist noch gar nicht live, also ist auch schwer. Ja, wir waren fleißig und haben schön vorproduziert, muss man sagen. Also ihr werdet das ja nicht merken, das ist ja so, UFO kommt ja im 14-Tages-Rhythmus. Aber ich habe jetzt auch mal überlegt, ob ich die Videos, vielleicht zwei Videos pro Woche mache, also ein Battle Isle Video und ein XCOM Video. Nur ich habe jetzt gerade, wo es mal so ein bisschen heißer herging und ich wenig Zeit für Videos hatte, gemerkt, dass es gut ist, eigentlich immer noch was in petto zu haben, weil sonst würde dann irgendwann mal eine Lücke entstehen und das gewohnte Upload Schedule würde dann eben sich ändern, ne? Aber okay. Ja, naja. Ich habe manchmal auch Lücken bei uns. Also wahrscheinlich ist es bei dir anders wie bei mir, aber meine Videos sind ja nicht so von der Story her zusammenhängend, dass es nicht so schlimm ist, wenn da mal einen Tag mal nichts kommt. Also. Aber du hast ja bei dir auf deinem Kanal auch deine Sidekicks, die dann auch selbstständig sozusagen auch mal ein Video machen, ne? Ohne, dass das stimmt, Alexander bist, macht das selbstständig und hat dann auch die Lücken drin. Also es kann schon mal passieren, dass wir beide Lücken haben. Ja. Aber das ist dann halt so. Ist halt ein Hobby. Genau. Das wollte ich gerade sagen. Ist halt ein Hobby. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, seht es nach, wenn mal was nicht kommt. Ne? Wir haben alle. Liebe Zuschauernde, das ist ja toll. Ja, das ist korrekt gegendert. Liebe Zuschauernde. Liebe Zuschauende. Ne? Ja. Aber wie gesagt, seht es einfach nach. Ne? Wir haben ja auch leider noch alle in Real Life, ne? Und andere Verpflichtungen und Verantwortungen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ich würde mal sagen, Selma, lass uns mal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Mhm. Warte. Ja? Schätzt du, es war in einem Kampfeinsatz oder auf der Karte? Dunkel erinnere ich mich dran, dass wir beim letzten Mal gesagt haben, bestell doch mal einen Raketenpanzer. Ich glaube, wir sind auf der Karte, nicht im Kampfeinsatz. Schauen wir mal. Mein Steht Tipp. Da unten ja auch. Weltkarte. Ach so, okay. Ja. Mist. Ja, okay, ich sehe es jetzt auch gerade. Details. Ja, liebe Zuschauer, hier seht ihr es. Ne? Hier unten unter Details. Wir sind auf der Weltkarte am 23. April 1999. Das war, erinnere ich mich noch genau dran. Das war ein verregneter Tag. Habe ich studiert. War ich im Studium am 23. April. Das war ein Dienstag. War ich noch nicht in Aachen. Ja. Da lebte ich noch zu Hause. Ich bin erst umgezogen, im August bin ich nach Aachen gegangen. Aber das ist jetzt auch, ist jetzt dann schon, dieses Jahr sind es 25 Jahre sind es schon her. Jetzt hör doch auf. Boah, ich bin alt geworden. So, ich war jung und hübsch und dann, und jetzt bin ich nur noch und so, okay. Also, das sag ich jetzt nichts zu. Brauchst doch nicht selber, ist nicht schlimm, wenn man die Schönheit vergeht. So. Nicht. Ja. Wenn ich so das Bilder ist doch von. Innere Schönheit, guck doch mal. Ja, danke. Aber manchmal komme ich mir schon alt vor, vor allen Dingen, wenn ich morgens aufstehe. So, okay. Aber. Oh, ich habe neulich gedacht, Scheiße, weißt du, woran du merkst, dass du alt bist? Dass auf fucking WDR 4 auf einmal gute Musik kommt. Meine Güte! Das ist aber. Hat mein Opa früher gehört. Aber Selma, jetzt sprichst du was an. Das ist ja auch mein Radiosender, den ich im Auto ständig laufen habe, WDR 4, ne? Ja. Ja, aber. Aber ist doch super, mal das Beste der 80er und 90er. Wie oft sitze ich dann an der Ampel und tippe so leicht auf mein Lenkrad mit und denke, oh, das ist aber ein schönes Lied. Ja, aber ich kann mich noch daran erinnern, wo man WDR 4 nicht hören konnte. Überhaupt nicht. WDR 3 auch nicht. Nee. Ich habe früher immer, als ich
jung war, vor 25, vor 30 Jahren, habe ich immer Rocklandradio gehört. Das kenne ich nicht. Gibt's, ist wahrscheinlich etwas Lokales. Lokales, war was Lokales. Rocklandradio auf 92,2 war das, glaube ich. Kann das sein? Und die, das war im Prinzip dann nachts, lief der auch immer auf jeder Party, weil das war eine Endlosschleife der besten Rock, Metal und so weiter. Und da gab es auch so spezielle Programme. Da gab es dann auch mal hier nicht Dark Metal, sondern dieses, nicht Heavy Metal, auch nicht Death Metal, ich weiß es nicht mehr. Da wurden dann die es ganzen. Es gibt so viel Metal, kann Genres, man nicht kennen. Ne, genau. Und die wurden da alle so hoch und runter durchgespielt. Ne? Und ja, einfach nur gute Musik. Ne? Zum Beispiel von Kiss höre ich heute noch gerne. Ja. Den schönen mit den schönen maskierten Gesichtern. So. Jetzt müssen wir uns mal kurz konzentrieren. Ich guck mal kurz rein. In den Stützpunkt. Ne? Ich erinnere mich, wir waren noch mal hier was am Bauen. Eine Werkstatt waren wir am Bauen und ein Labor, damit wir unser Personal noch mal aufstecken, stocken könnten. Ne? Forschung läuft. Okay. Produktion. Was lief in der Forschung? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Schwere Plasmas. Ah, sehr gut. Wir wollen ja irgendwie zu Plasma-Kanonen hin, damit wir dann den neuen Abfangjäger bauen können. Stimmt. Damit wir auch Waffen für unsere noch kriegen, ne? Genau. Weil den Firestorm hatten wir doch schon. Den haben wir schon. Und fehlten Waffen, ne? Hatten wir den nicht in den USA oder so? Oder wollten den? Nee, ich dachte, dann wollten wir den da bauen, glaube ich. Oder hier. Oder hier. Ich glaube, wir wollten den in den USA bauen und den von hier nach Asien schicken. Korrekt, wir wollten den in den USA bauen und hier bauen wir ja diesbezüglich auch noch einen Hangar. Ne? Mhm. Und ja, also ich glaube, das war der Plan. Ne? Hier haben wir ja auch einen voll ausgerüsteten Trupp. Ja. Ne, mit Panzer, alle Jungs. Mit Panzer. Und ich glaube, die haben. Die Panzerung haben die auch, glaube ich. Also die haben Rüstung. Ja, ich guck mal schnell durch. Persönliche Rüstung, die haben alle persönliche Rüstung, ja. Einige haben sogar schon einen Abschuss, also. Ja, die waren auch schon im Einsatz, die Jungs, genau. Mhm. Die waren in Südamerika im Urwald im Einsatz. Ah ja. Erinnere ich mich noch dran, das war ganz schön haarig. Gegen Sektoiden, meine ich. Mhm. So, hier ist alles bald alles vollgebaut. Ja, dann würde ich sagen, lass uns abwarten, was jetzt da auf uns zukommt. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Komprimier mal die Zeit. Genau. Zack, Wissenschaftler. 20 Stück. Ja. Das auf geht's. Die werden alle sofort hier reingeballert. Jetzt ist das direkt auch schon gut. Ja, doch. Theoretisch könnten wir dann noch zwei parallel machen. Aber okay, mach erstmal schweres Plasma. Das ist ja dringend. Das ist dringend. Wir wollen ja die Raumschiffkanonen haben. Ja. Ich meine mich dran zu erinnern, Selma, wenn ich nicht richtig liege, korrigiere mich bitte. Diese schwere Plasmawaffe, braucht die auch am Ende als Munition Illyrium? Glaube ja. Ja, ne? Da erinnere ich mich richtig dran. Falsch. Jetzt habe ich Mist gemacht. Am Boden. Und es ist klein. Aber wo? In England. Ja, das ist natürlich ein Ding, das kriegen wir. Das ja. Wir schicken zuerst den EU-Abfangjäger A hin. Der kann über dem Zielgebiet kreisen und währenddessen macht sich der Skyranger EU auf den Weg. Ja. Dürfen wir da überhaupt... Dass du die so dürfen benannt wir, hast. Ah, 99 ist noch kein Brexit. Wollte ich gerade sagen, du weißt genau, worauf ich hinaus will. Dürfen wir überhaupt da jetzt reinfliegen, weil es ist ja Brexit, ne? Ja, aber wir können ja auch nach China und Russland rein. Ja. Also, wir sind hier eine Geheimorganisation. Genau, für uns gelten keine Grenzen. So. Richtig. We break for nobody. Genau, immer pedal to the metal, ne? Ja. So. Die Plus-Leute waren deine, Jungs, ne? Plus-Leute waren meine, okay. Ja. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Rauchgranate ist auch sehr gut. Betäubungsdingsies sollten wir auch einen mitnehmen. Der hat schon so viel. Mhm. Gucken, vielleicht habe ich noch einen, der noch nicht so viel hat. Hat der Explosivmunition? Das war explosiv. Mhm. Ei, ist es.
Oder unten hast du auch noch Brandmunition, wenn du möchtest, ne? Aber ist ja nicht nachts, oder? Nee. Nee, wir sind tagsüber. Wir brauchen keine Elektroflares einsetzen. Sina hat schon Elektroschocker. Ja. Nee, das passt so. Dann muss einer von deinen noch. Peti. Grüße gehen raus an meinen Kumpel Peter. Du bist wieder vorne mit dabei. Ach, ich habe die Granaten nicht getimt. Ja, das muss ich gleich nochmal. Okay, warte, ich gehe nochmal zurück. Jetzt okay. Kannst du. Das ist der alte Trick hier. Ja. Wir schmeißen erstmal wie wild Granaten um uns rum. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen ganz gut voran, aber die Forschung ist meines Gefühls her sehr schleppend bei uns. Kann das sein? Habe ich nicht so das Gefühl. Nee, okay, ich dachte irgendwie, wir haben so schon so viele Einsätze gemacht und so viel abgeknallt, aber wir sind mit der Forschung immer noch nicht wirklich so wirklich voll dabei. Ja, aber es ist ja nicht so, dass das, ja, die Liste der Forschungsobjekte leer ist. Wir haben ja reichlich zu forschen, wir kommen ja nur nicht hinterher zu forschen. Genau, wir kommen nicht hinterher. Aber wir haben jetzt ja 70 Wissenschaftler, ich glaube, das dürfte jetzt schneller gehen. Ja, wir haben ja auch 2 Basen noch, in denen wir auch noch mal forschen können. Also ich denke auch, das wird jetzt schneller. Wir müssen nur ein bisschen das Geld im Auge behalten. Das geht uns so ein bisschen aus, habe ich das Gefühl. Also verkaufen wir Illyrium. Nein, niemals Illyrium verkaufen, um Gottes Willen. Da war früher immer, da gab es doch so Spezialisten, die mit einem Hexadezimal-Editor gearbeitet haben. Ach so, kennst du das? Ja. Und die sind dann in ein Safe-Game rein und haben sich im Spiel aufgeschrieben, wie viel Illyrium man hatte. Und dann haben die nach diesen Werten im Hexadezimal-Editor gesucht und haben den da bearbeitet. Ne? Richtig. Und teilweise den Wert gab es wahrscheinlich mehrfach. Dann genau. Hast du dir die Datei gespeichert. Dann hast du dir Illyrium verkauft eins. Und dann hast du geguckt, was um eins gesunken ist. Ja. Genau. Da musste man, genau. Und dann musste man immer gucken, wenn sich der Wert veränderte, ne? Genau. Dann wusstest du, wo Illyrium war. Das war natürlich, aber so gefuschelt haben wir nicht. Wir haben immer die Fuzzi-Technik nur angewendet. So. Aber die funktioniert ja auch gut. Die funktioniert gut, ne? Hatten wir nicht einen neuen Panzer bestellt? Wir haben hier nur einen drin. Ich weiß es nicht. Okay, ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Der fährt einfach raus. Guckt sich erstmal um. Aha, da ist es. Gleich nebenan. Es ist ein Scout. Ja. Also WASD, genau. Oh. Mhm. Und E ist Schießen. Ah ja. Gut, klappt auch. Gut. So. Zack. Okay. Jetzt bist du dran, Selma. Dann, jetzt geht's wieder los. Mal rauchen, ne? Immer immer. Rausschmeißen, erstmal eine Granate, genau. Aber ist ja schon mal gut, dass du nicht gleich hochgegangen bist oder beschossen wurdest. Ja, dafür ist der Panzer ja gut, ne? Der ist zwar ja viermal so teuer wie ein normaler Soldat oder kann sogar 5 Soldaten dafür kaufen, aber wenn der als erstes rausgeht, der zieht dann das Feuer auf sich, ist schon oft passiert, ne? Mhm. Gar nicht verkehrt. Finde ich auch. Also ich werf mal hier in die Richtung. Ja, sind weite Felder, aber oder? Beim Obstgarten da, im Obsthain, da könnte sich immer noch einer verstecken. Ich versuch mal hier hin. Ja, klappt. So, dann hätten wir hier auch, weil hier klappert es bestimmt gleich wieder. Ja, da gehe ich auch von aus, dass da oben einer drin steckt von denen. Bin mal gespannt, welche Gegner wir jetzt haben. Wir haben bis jetzt erst nur einen Mutonen gehabt. Ne? Stimmt, ja. Schrieb nämlich ein Zuschauer, schrieb auch, wir haben unwahrscheinlich Glück, sagt er, weil er sagte, beim Originalteil hat er schon gefühlt, manchmal beim dritten Teil stößt er schon, also beim dritten Einsatz stößt er schon auf Mutonen. Ne? Das Gefühl hatte ich ja auch, ja. Aber ich habe auch geschrieben, das liegt wahrscheinlich hier am Mod und wir spielen ja auch nicht auf einer besonders hohen Schwierigkeitsstufe. Ne? Ich glaube, wir spielen zweitleichteste. Glaube auch, ja. Ja. So. So, okay. Gut. 27. Mist. Ja, dann guck weg. Mhm. Guck woanders hin. Nicht, dass der jetzt noch anfängt, dann ja. ins
in den Sky Ranger zu schießen und mit in die Luft geht. Ja, das wär's noch. Eine Rakete in den Sky Ranger, alle tot, Ende der Geschichte. Ja, alles schon passiert. Ja, ja. So, ich gehe mit meinen Jungs einfach nur vor. Beim nächsten Mal komme ich dann raus. So, okay, genau. Dann können wir jetzt... Gut. Smokescreen. Ja. Aha. Floater. Weber. Floater. Genau. Float my boat. Yes. Zielschuss. Sag gute Nacht. Keine Schuss. Gute Nacht. Yo, Baby, yo, Baby, yo. Sag au. Von der Rap-Polizei kam der Axel Foley. So, das stimmt, ja. Jetzt habe ich den hier schon aufgeklärt, aber ich glaube, jetzt habe ich keinen. Doch, und daneben. Okay, war ein Versuch wert. Okay. Leider kein Glück gehabt. Hast du Schusslinie? Ich versuch mal. Jo. Gut. Ja, sauber. So, und komm nicht wieder. Nein. Ich glaube, Selma, ich habe so ein bisschen ein Gefühl, wir haben so jetzt den Bogen raus bei dem Spiel. Du musstest es sagen. Ich musste unken. Hör mal, beim letzten Mal lief es doch auch gut. Bei der letzten Mission weiß ich noch, dass wir... Sei still! Oh nein! Dass wir gut waren. Ja, die letzte Mission war, glaube ich, relativ gut, ne? Ja. Haben wir gehabt. Ich weiß nur nicht, ich habe... Irgendeiner ist auch wieder gestorben, habe ich das Gefühl. Wir waren also perfekt nicht, aber relativ gut. So. Willst du mal ein paar... Ja. Gut. Oh, so, der Kohl ist weg. Da war gut. Jetzt wissen die Aliens schon mal, was los ist hier. Richtig. So, jetzt. Ich glaube, ich gucke lieber. Sina ist schon dreimal aufgetaucht. Jetzt erinnere ich mich dran. Die Auftauchsternchen da unten, die waren... Richtig. Ist nicht dafür für den dienstlichen Rang eines Hauptkommissars, sondern wie oft sie aufgetaut wurden. Ne? Richtig. So, jetzt komme ich. Okay. Ich glaube... Wenn du jetzt, du wirst ja bestimmt dann hier Richtung UFO gehen, dann werde ich hier versuchen, hier oben zu erkunden. Ich habe das Gefühl, du übergibst mir immer das UFO. Ja, weil du der Experte bist. Ah, ja, ja, das hast du gut gerettet, gut gerettet. Das ist unter den Zuschauern auch bekannt, ne? Es wird oft geschrieben. Nee, lass den Selma lieber mal das UFO machen, der ist da der Experte. Das ist Quatsch. Stimmt, das war Quatsch. Aber ich wollte dich ein bisschen ärgern. Entschuldige bitte. Wollte ich dich aufmuntern. Ja, oder aufmuntern, genau. Ja, ja. So, alle knien sich hin. So. Wolltest du noch was mit deinen Jungs machen? Alles gut, nächste alles gut. Runde. Okay. Einer ist aus dem UFO gekommen. Aber... Warum hat der Panzer das nicht gesehen? Steht er nicht davor? Ah, nee, er steht nicht ganz davor. Nee, ich fahr mal hier hin. Ja. Hat der schon die Waffe abgelegt? Nee, der ist noch nicht in Panik. Nee, da ist die Leiche drunter. Jetzt hat er sie abgelegt. Sorry, tut mir leid. Game over für dich. Du fiese... Wie sagte der Louis Defenet, ist immer du fiese Kanaille. Ach so, ich dachte Pissflitsche. Ja, aber Piss, ich vergaß, ja richtig. Das ist verdammte. Das war's dann schon wieder mit der Monetarisierung für dieses Video. Das ist nicht kinderfreundlich. Nee. Schimpfwörter. Sind unsere ganzen Videos nicht. Ja, glaube ich auch. Ja, wie gesagt, wir machen's ja. Ist ja auch just for fun. Wir monetarisieren ja nicht. Wir könnten ja auch gar nicht monetarisieren. Du schon, ich nicht. Ihr seid ja Warum? Schon, ihr habt ja schon über 1000 Abos, euch... Muss man da 1000 Abos für haben? Ja, ja, sonst kommst du nicht ins Partnerprogramm. Ah, okay. Nee. Leider. YouTube hat mal eine Zeit lang immer geschrieben, du kannst, hier, monetarisier doch und das wird ganz toll. Das wird richtig toll, wenn wir das zusammen machen. Wir machen was Großes zusammen. Und ich habe gesagt, ah, weißt du, so richtig traue ich dir nicht. Nein, doch, das wird was richtig Feines. Ach... Und dann hat irgendwann YouTube gesagt, weißt du was,
du bist mir zu zickig. Dann lassen wir es halt. Lass mal. Du bist aus dem Partnerprogramm rausgeflogen. Ich war gar nicht drin. Ach so, ja. Oder du kommst nicht jetzt ab jetzt nicht mehr in Frage. Richtig. So. Ja, ja. Ja, ich weiß es auch nicht. Also, ich sag mal so, okay. Wenn wir jetzt irgendwie hier wirklich... Ja, um davon leben zu können, muss man verdammt viele haben. Und das ist auch, wie gesagt, ja, ich weiß es nicht. Vor allen Dingen ist es dann kein Hobby mehr, dann wird es zum Job. Und genau. In der Regel macht der Job, wenn du Glück hast, macht er dir etwas Spaß. Wenn du irgendwie ganz viel Glück hast, macht er dir richtig viel Spaß. Ja. Aber ich fürchte, dadurch, dass es dann kein Hobby mehr wird, sondern einfach, weil es ein Job ist, macht es dann keinen richtigen Spaß mehr. Und man fühlt sich dann unter Druck gesetzt und ach... Lass uns einfach, ein schönes Hobby muss ein schönes Hobby bleiben. Richtig. Und im wahren Leben gehen wir einer geregelten Lohnarbeit nach. Und das ist auch gut so. Ja. Also ich bin XCOM-Soldat. Ja, ich auch. In welchem Stützpunkt? Ja, wir haben uns noch nie getroffen. Nee, EU2. EU2, das darf doch wirklich wahr sein. Nee, XCOM-Soldat... XCOM-Soldat wollte ich im wahren Leben leider nicht sein. Da ist mir einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ich draufgehe, zu hoch. Ich habe noch vor, die Rente zu erreichen. Ach so. Ja, wenn man sich überlegt, wie viele Soldaten wir hier schon verloren haben. Ja, das stimmt. Dann wär ich lieber XCOM-Wissenschaftler oder Ingenieur. Da ist die Überlebenschance deutlich besser. Fahr du doch mal vor. Ich fahr mal vor, ja. Ja, das stimmt. Aber ich wäre trotzdem lieber Soldat, glaube ich. Okay. Ah, weiß ich nicht. Nee, da fliegen die ganzen blauen Bohnen um die Ohren. Das ist nix, ey. Man glaubst mir. Ja, aber man kann mit Explosivmunition schießen. Ja, das klingt im ersten Moment cool, aber ich glaube, wenn es dann mal hart auf hart kommt, ist es gar nicht so cool. Meinst du? Im Computerspiel ist immer alles anders. Im wahren Leben ist das meistens dann... Ist das nicht so toll. Okay. Hm. Das... Glaube ich dir mal. Hat damals Onkel Heinrich auch schon gesagt. Spielt ihr wieder Krieg, das ist nichts Schönes. Das ist richtig. Ja. Nichts Schönes, aber lernen muss man trotzdem. Ja, das ist halt das Schlimme. Krieg gehört zur Menschheitsgeschichte halt dazu, ne? Ist halt so. Richtig. Wir sind halt eine, ja, teilweise sehr feindselig. Eine Plage. Eine sehr feindselige Spezies teilweise, ne? Leider. Die oftmals ihre Aggressionen gegen ihre eigene Art richtet, was nicht so schön ist. So. Die sind sehr aggressive Individuen. Ja, das auch. Naja, gut. Und sehr dumme. Ja, ja, richtig. Aber wie gesagt, vielleicht wird die AI uns retten. So. Ja, das kriegen wir nicht mehr mit. Na, das kann schneller gehen, als man denkt, hat Mogaf dann gesagt. Ja, es kann aber auch langsamer gehen, als man denkt. Wie eigentlich alles Gute. Hoffentlich ist... Liebe Computer, ne? Deswegen, wenn ich mit ChatGPT kommuniziere, ne? Ich sag immer, ich begrüße den immer und sage immer Danke und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ich bin immer sehr nett. Na, vielleicht merkt er sich ja was da. Und wenn, die Computer übernommen haben, ne, dann werden die sagen, warte mal, das war doch der war immer nett. Das war doch Daniel. Das war doch Daniel. Der war doch nett. Der war doch nett. Komm, wir machen nur den Kopf ab. Den Kopf behalten wir, der Rest kommt weg. Genau, der kommt so wie bei Futurama in so ein Glas rein. Mann. Richtig. Oh Gott, nee, hör auf. Gruselig. Hast du den Film Virus gesehen? Der war auch gemein. So, okay. Jetzt müssen wir uns aber mal wieder konzentrieren. Hier, es driftet schon wieder. Ich gehe schon wieder in ganz... Ui. Siehst du? Gut, dass ich da aufgeräumt habe. Ja. Oder nicht? Und wo kam der? Von hier? Von da, ja. Soll ich da erst noch mal drauf schießen? Ja. Gucken, ob ich es aufmachen kann? Ja, warte. Ich fahr mal schnell mit dem Panzer. Warte. Ja. Lass mich zuerst. Okay. Weil wenn ich hier vorbeischieße, kannst du vielleicht noch mal. Okay, ja. Aber dann treffe ich dich. Aber nee, auf die kurze Distanz dürfte das kein Problem sein. Wisst ihr? Alles gut. Quasi warte, drei Volltreffer. Hau da oben nochmal Brandmunition rein, bitte. Explosiv. So viel Zeit muss sein. In das Gebälk.
Wieso gehen die Mauern da nicht kaputt? Das weiß ich. Meinst du, das war hier? Der war da, der war oben drüber. Der war im ersten Stock. Ich hätte schwören können, der war hier unten. Der war im ersten Stock, meine ich. Jetzt habe ich keine Moon mehr. Dann mach Brandmunition rein. Oder nee? Nicht genug Zeileinheiten. Ich dachte, der hat hier rausgeschossen. Ich weiß es nicht. Okay, könnte auch sein. Könnte auch sein. Ach, jetzt gerade hier noch. 43. Ich gucke jetzt noch einmal kurz. Ist einer weil drin? Ich glaube, das müsste dann aber... Das ist der vorletzte. Nein, nicht auf das Illyrium schießen. Auf den Energiekarren. Nur ein Kratzer, nur ein Kratzer. Nichts passiert, okay, alles klar. Nichts passiert. Puh, Gott sei Dank. So, okay, dann fahre ich mal mit dem Panzer jetzt mal hier rüber. Ich werde auch. Wir werden keine Menschenleben in Gefahr bringen. Ich fahre mit dem Panzer hier hinten rum. Wir haben ja noch ein paar Runden Zeit. Ja. Ich ziehe mich zurück. So. Hier gehe ich um die Ecke. Hast du keine Granaten? Ja, nur Rauchgranaten. Und hier gehe ich an die Wand ran. Da soll ich zurückgehen. Ja, gute Idee. Ich geh an die Wand, ne? Nein, da ist er. Ah. Siehst du? Der war gar nicht da drin. Oh, knie dich hin. War das der letzte? Um dich zu zitieren, ich glaube, das ist der letzte. Ja, ich glaube es auch. Wolltest du noch mit? Nee. Okay. Nicht der letzte. Nein. Aber nicht schlimm. Wir wissen, wo du bist. Ja. Den kann die Sine aufs Korn nehmen, glaube ich, oder? War der hier? Ja, ein bisschen höher. Ein bisschen Richtung Norden. Da. Der steht im was sind das? Möhren? Oder was sind das, die da wachsen? Ja, glaube schon. Ja. Gut, kein Treffer. Aber wir haben so viele Leute. Schieß mit Explosivmunition rein. Aber wenn ich den treffe, das gibt ein schönes Feuerwerk. Meinst du, der fliegt so auseinander und die Arme und Beine fallen ab? Das eine riesige Explosion? Genau so habe ich mir das vorgestellt, Selma. So. Ja, hast du gesehen? Hat so? Geklappt. Genau so. Platsch. Platsch kaputt. So, aber ich glaube, das war der letzte jetzt. Das war der letzte. Aber da war keiner mehr drin. Sicher. Ja. Da war keiner mehr drin. Soll ich beenden? Ja. Wir hatten euch gewarnt, Aliens. Oh. Na, jetzt. Das ist jetzt aber der das letzte. Das war der letzte. Aber waren schon einige? Sechs außer, Stück? Ja, sechs für, Stück, ja. Für so ein kleines Raumschiff. Unsere Jungs haben auch wieder ganz gut Erfahrung dazu gekriegt und Mädels, ne? Ja. Gar nicht schlecht. Pac-Mail. Lou der Fuß. Invalid-Denkkommando. Nee. Ja. Doch. Ja, aber es wird hier abgehakt. Nur ich dachte gerade, ich hab's falsch. Nee, nee. Da wollte gerade sagen, ist der noch nie aufgetaut worden? Findor ist auch noch nie aufgetaut worden. Ah, okay. Ich glaube, die sind neu dazugekommen, oder? Oh ja, ich brauche neue Munition. Ja. Während du neue Munition bestellst, ich habe gerade so viel getrunken, ich bin gleich wieder da. Ja, klar, dann machen wir kurz einen Cut gleich geht's weiter, liebe Zuschauer. Ja, da sind wir wieder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt geht's weiter, ihr habt es kaum gemerkt. Okay, was wollte ich jetzt tun? Ja, wir sind jetzt leer. Jetzt sind wir leer, geistig wie körperlich. Ne, Moment. Ich wollte eins gucken. Ich habe mir nämlich gerade gedacht, na, wir haben so viele Rauchgranaten geschmissen. Haben wir denn da du noch? Du wolltest HE bestellen. HE müssen wir auch bestellen, richtig. Schuss für Geschütz haben wir noch 50, das ist okay. Schweres Geschütz, automatisches Geschütz, High Explosives, ne? Mhm. Soll ich mal 6 bestellen? Ja. Reicht erstmal, ne? Ja. So, Rauchgranaten haben wir noch 39. Ich bestelle mal 11 nach. Dann haben wir 50. Das ist gut. Dann haben wir. Können wir ja mal kurz erstmal gegenrechnen, ob das auch stimmt, ja, bevor ich hier Mist erzähle. Ich kenne das. Religion sehr gut, Kopfrechnen schwach. Dabei hatte ich damals Mathematik-Leistungskurs, hör mal. Obwohl, ich gebe zu, mit bescheidenen Ergebnissen. Hör mal. Aber, okay. Man kann ja nicht alles immer können. Ich musste ja, wir hatten ja sogar 3 Leistungskurse. Das war ja unfair. In Rheinland-Pfalz. In NRW waren immer nur 2. Aber ist auch egal. Richtig.
ist gelaufen. So, ist quasi schon in einem anderen Leben gewesen. Wie sieht's mit Forschung aus? Gut. Okay, Produktion. Was produzieren? Sanitaschen sind momentan. Sanitaschen. Produzieren. Ja, hier, das dauert noch ein bisschen, ne? Ja, aber gut, was ist denn da unten links? Das war 3 Tage. Ist das ein... Das ist eine Werkstatt. Eine Werkstatt. Ah, sehr gut. Wir wollten ja schneller produzieren. Mhm. Dann können. Sogar 2 Werkstätten da. Wir haben nämlich tatsächlich nur. Oh, guck mal hier. Wir haben gar nicht alle Ingenieure. Jetzt können wir es wieder einsetzen. Ja, das war das nicht das Problem, dass wir das letzte Mal nicht konnten, weil wir nicht genug Platz hatten? Oder ich weiß es nicht mehr. Wir haben zwar nicht mehr so viel Geld. Ich versuche noch ein paar Ingenieure nachzubestellen. Wir können auch ein bisschen was verkaufen. Wir haben ja, das auch. Genau, komm, ich stelle nochmal 10 Ingenieure nach. Und wir verkaufen auch was. Was können wir denn verkaufen? Persönliche Rüstungen verkaufen wir nicht. Außerirdische Chirurgie, außerirdische Unterhaltung braucht man nicht. Da brauchen wir immer nur eins, ne? Für die Forschung, UFO-Navigation, UFO-Energie. Die ganzen Leichen können weg. Ja, die Schlangenmenschen und so. Also du verkaufst das ja auf dem Schwarzmarkt. Was damit wohl gemacht wird? Ob sich das irgendwelche Milliardäre ausgestopft, wie früher die im 19. Jahrhundert oder was, 18., keine Ahnung, kann die sein. Mumien sich ausgestellt haben, so als Party-Gag. Guck mal, hier ein Sektoid. Kann sein, dass das irgendwo... Aber ja, ne? Keine Ahnung. Ich möchte die nicht in der Bude stehen haben. Ja, so ein Schlangenmenschen da in der linken Ecke vom Wohnzimmer, den ich dann aus so einer Glasvitrine angucke. Ist nicht so schön, finde ich. Nee. Nee, okay. Wie war das? Du wolltest schwere Plasma, wolltest du benutzen oder Plasmas? Ne? Genau, nee, die schweren, genau. Also eigentlich kannst du da das Plasma Wer und die Plasma-Magazin. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob wir einen behalten müssen. Haben wir die nicht schon erforscht? Ich weiß es aber auch nicht. Vorsichtshalber behalte ich mal einen. Ja, okay. So. Schwere Plasma, E-Leuchtkörper, Sanitaschen, hier ist alles in Ordnung. Dann Avalanche-Raketen haben wir auch noch. Schuss für Geschütz. Was war Schuss für Geschütz nochmal? Ist das nicht das Standardgeschütz, ja, was wir schon längst nicht mehr benutzen? Ich weiß es aber nicht. Oder ist das Panzergeschütz? Das ist das Panzergeschütz mal 50. Das ist das Panzergeschütz. Das ist irgendwie komisch sortiert da, ne? Ja. SWT Geschützmunition. Was ist SWT nochmal? Ist das nicht der Panzer? Ich glaube, das waren diese Maschinengewehre, die dann im Nahkampf benutzt werden von den Jets. Die können wir eigentlich auch vertickern. Okay. Hauen wir alle weg. Ja, guck mal. 1,2 Millionen. Perfekt. Easy. Haben wir schon wieder Geld. Ja, sind wir schon wieder gut dabei. Und der Monat ist auch bald rum. Wollte ich gerade sagen, der Monat ist bald wieder rum. Ich wollte noch mal gucken, die Avalanche-Raketen, das sind ja eigentlich unsere Hauptwaffen. Ich bestelle noch mal 10 nach. Oder kommt 20. Überleg doch mal. Warte. Die sind nicht so teuer, ja? Aber wir können doch nur 4 Stück verschießen pro Flug. Ja. Das heißt, du hast für 5 Flüge erstmal Raketen auf Lager. Okay, genau, gut. Ja, okay, alles oder? Klar, dann machen wir für 10. Gut. So. Wir hatten schon lange kein Terroristenlager mehr. Ich beschwöre es mal herauf. Du musst es sagen. Ich beschwöre es herauf. Ja. Doch. Ich habe immer Schreck, schockschwere Not. Das sind die SWT-Raketen, ja. Hatten wir einen Raketenpanzer bestellt? Ja, daran erinnere ich mich. Ja, dass wir gesagt haben, ach komm, lass mal einen Raketenpanzer bestellen. Haben wir noch nicht. Aber der ist noch nicht geliefert worden, ne? Aha. Das weiß ich nicht. Fliegt über dem Atlantik. Ja, schießt es auch da am besten ab. Ja, so, du weißt ja, so wird's gemacht, ne? Ja, Jet 1 EUA, Feuer freigegeben. Ja. Ja, es kommt schnell auf uns zu. Fix, ne? Ja, der ist schnell. Könnte über England passieren, ja. Ja, dann ist das so. Könnte ein Nachteinsatz werden. Ja. Oh nee, die haben sogar 6. Okay. Ja, habe ich auch gerade geguckt. Avalanche haben 6. Komm, EU2 abfangen. Flieg ihm entgegen. Ja. Alarmrotte starten. Jetzt wollen wir... Das ist zu schnell. Nee. Komm, jetzt triff aber. Paff. Wird ein Nachteinsatz diesmal. Wir können bis morgens warten. Bei München. Wir können auch
Also, wir könnten auch die Nacht abwarten, ja? Warten wir ruhig die Nacht ab. Okay, komm. Ah, noch eins. Wo denn? In den USA. Aha. Warum denn? Jetzt geht's wieder los. Ich erinnere mich dran. EU, USA. Ja, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn plötzlich so viele auftauchen. Ja, komm. Wird bei den Niagara Falls abgeschossen. Yep. Yes. Okay. Brauchte vier. Ja, vier Raketen. Da können wir jetzt aber schon den Sky Ranger starten. Sky Ranger OS kann schon zur Absturzstelle 8 fliegen. Absturzstelle 8? Ja. Mehr haben wir noch nicht abgeschossen? Kam mir auch gerade komisch vor, aber vielleicht ist das USA 8 und das hier ist EU 7, ne? Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, dann haben wir gar nicht so viele abgeschossen. Wir haben doch mehr als 8 Absturzstellen gehabt. Oder Landeplätze sind vielleicht, werden anders gezählt. Landeplätze sind was anderes, glaube ich, ja. Ja, ich glaube, dann kommt jetzt der USA-Einsatz erstmal und hier warten wir ab. Richtig, bis Tag ist. Genau. Ich glaube, das können wir uns leisten. Aber EU wird gestartet, der soll über der Absturzstelle kreisen, falls die das reparieren und wieder aufsteigen wollen. Dann werden sie direkt wieder abgeschossen. Die reparieren es nämlich auch. Wir hatten nämlich auch mal in Südafrika eins, in Südamerika eins abgeschossen. Ja, die fliegen irgendwann wieder los, ja. Und dann ist der irgendwann... Hä? Wieso ist der wieder... Der ist hingeflogen, ist wieder gelandet. Der hat da nicht gewartet. So, okay. Die sind jetzt gerade beide im Refuel. Wir sind beide im Refuel. Okay. Refitting. Refitting, genau. Na, die... Okay, bis die Nacht über werden sie es nicht repariert kriegen. So, jetzt nochmal Team USA. Oh, hatten wir die gar nicht mit Plus und Minus versehen, die Kameraden? Nee, geht jetzt auch nicht mehr. Nee, jetzt ist vorbei. Machen wir die ersten vier und dann genau. Machen wir wie eben, oder? Genau wie eben, wir werden nicht durcheinander kommen. Ach, der Matthias ist auch dabei, Matthias Klein. Ja, und Oma. Internationales und Team. Ja. Umut auch. Guck mal, mit Annäherungszünder. Aber keiner hat hier so ein... Oder? Nee, dann... Medikit ist gut. Nochmal ein Medikit mitnehmen. So. Umut und der Privel. Das bin jetzt ich. Kambala ist deiner. Jut. Das ist ein Mädchen. Oh ja, ist deine. Privel ist ein... Weibchen. Privel habe ich jetzt einfach für einen männlichen Namen gehalten. Schöner Vorname. Privel? Ja. Klingt irgendwie französisch, oder? Ja. Michal? Kann sein. Michal. Michalik. Ja. Keine Ahnung. Hier sind Namen dabei. Oh, der Kazuo Musashi. Das ist ein Japaner, das ist ganz klar. Das ist ein Japaner, ganz klar. Und der Lao Tzu, das ist ein Chinese. Okay. Dann oder ein Vietnamese. Oder Vietnamese, kann auch sein, ja. Oder ein Laote. Oder ein Laote. So, wir haben den Panzer dabei. Wir sind in der oberen linken Ecke. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Das ist gut. Aber hier sind natürlich jetzt direkt wieder gefährliche Installationen. Oh ja. Hier haben wir schon das UFO. Wunderbar. Ich fahre einfach mal vor, gucken, ob einer schießt. Nein, schießt keiner. Vielleicht haben auch nicht so viele überlebt den Absturz. So. Meinst du? Die armen Jungs, die armen Aliens immer, hör mal. Auch Granate, genau. Zack, ins Moorrübenfeld. Moorrüben und das andere war Blumenkohl. Das andere war Blumenkohl, genau. Da hast du den Kohl rasiert. Ja, Kinder, esst immer euren Blumenkohl. Blumenkohl ist lecker. Ich mag Blumenkohl auch sehr gerne. Ja. Und Brokkoli esse ich auch gerne. Und wie heißen die kleinen Blumenköhlchen nochmal? Kleine Blumenköhlchen? Rosenkohl. Rosenkohl mag ich gar nicht. Ne? Nee, der ist so bitter. Und Sauerkraut ist auch lecker. Sauerkraut mag ich auch. Ich mag auch Rotkraut. Ja. Aber Rosenkohl, ne. Also, Rosenkohl kannst du mich mit wirklich jagen.
Doch diese kleinen, wie heißen das? Das sind so ganz kleine, nur die werden in Butter, werden die irgendwie, die werden gekocht in Wasser und dann in, ja, Butter so geschwenkt. Das ist Rosenkohl, ja. Nee, die Blumenkohl. Oder Blumenkohl. Nee, Moment, jetzt komme ich durcheinander. Blumenkohl ist das weiße, Rosenkohl, ja. Mit so kleinen Röschen. Ja, ja, nee, genau. Nee, das ist nichts. Spargel mag ich auch nicht. Das ist auch nichts, oh, für mich. Doch, Spargel mit Hollandaise-Soße, hör mal. Nee, Spargel ist überhaupt nichts für mich. Und Salzkartoffeln. Lecker. Eigentlich esse ich alles gerne. Kann das sein? Doch. Nee, so ein bisschen. Ich wüsste jetzt nicht, wenn du mir sagen würdest, was würdest du nicht essen? Auberginen mag ich nicht. Zucchini mag ich auch nicht. Doch, doch. Auberginen, Zucchini esse ich gerne. Ha! Wo ein war der? Mutone. Mutone? Oh, jetzt wird's hier fertig. Ja. Auf dem Dach war der. Unterm UFO auf dem Dach. Es hat aber geklappert. Der muss auf dem UFO-Dach sein, ne? Nee, auf dem Gebäudedach ist der. Aber das hat doch so geklappert, als er gegangen ist. So tak, ja, da ist ja auch Metall drauf. Ist da Metall drauf? Ich stimmt. Guck doch gerade. Ich guck gerade, ja. Hier. Diese? Ja, ich dachte, okay. So, dann müssen wir uns hier jetzt rantasten. Ich fahre mit dem Panzer hier hinten rum. Du bist in der Mitte gelandet. Oh, das ist ein schwerer Einsatz. Ja, ist schlecht, ist das. Jetzt. Und vor allen Dingen alles hier so uneinsehbare. Ja. Uneinsehbarer Kappes. So, okay. So, mal gucken, ob wir die Pissflitsche kriegen. Ja, jetzt den schießen wir da oben runter. Den kriegt direkt was. Und das aber richtig. Nee. Wir können auch besser. Und wir können auch anders und das noch viel besser. So. Richtig. Oh, sei mal gefährlich, wo du da hinläufst. Der sieht dich. Siehste? Der sieht dich. Oh, der ist runtergefallen. Nee, oder ist runtergefallen? Das ist ein anderer. Ich versuch noch schnell hinter das UFO zu kommen. Klappt nicht. Kannst du dich noch hinknien? Das kann ich. Aber das kann ich hier auch. Du warst zu übermütig diesmal. Nein, nein, nein. Ich hab doch noch hier. Warte. Willst du dem eine Rauchgranate vor die Nase pfeffern? Damit der geschützt ist? Dem nicht. Mir. Ja, genau. Meine ich ja deinem Kollegen. Ja, ja. Umut. Baikan. So. Und jetzt kannst du ja schon auf den schießen? Eigentlich schon blind. Müsste gehen, oder? Selbst wenn ich ihn dreimal treffe, steht er ja immer noch. Boah. Das kannst du vergessen, deinem Nebel. Ja. Ach, verdammt. Ha, jetzt wird's spannend. Versuch mal einen Zielschuss, oder? Oder willst du in. Durch den Nebel. Kann der, wir sind geschützt, der kann uns nicht sehen. Gezielter Schuss. Zack, Volltreffer. Doch, sehr gut. Ja. Und der Zaun ist weg. Gut, hervorragend, das hat geklappt. Schmeißen die Mutonen nicht auch Granaten? Oder habe ich das falsch gemacht? Alle schmeißen Granaten. Stimmt, hatten wir auch schon mal gehabt, ne? Gut. Ja, vor Mutonen habe ich ja höchsten Respekt. Ne? Das sind ja wirklich fiese Figuren. Möpse. Ja, ganz, ganz, ganz fiese Möpse. Obwohl so die Hundemöpse, die mag ich irgendwie, die mit dieser platten Schnauze. Die anderen Möpse magst du nicht? Doch, alles mal. Alle. Ich mag alle. Das ist, ja, das. Selma. Was denn? Kann ja sein. Nein. Gott. Ich gehe hier hinter und knie mich hin. Jetzt hast du mich. Jetzt hab ich dich aber verwirrt, jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Da habe ich gar nicht dran gedacht im ersten Moment, ja. So, okay. Das könnte jetzt ein Desaster werden. Ja, das könnte ein Desaster werden. Von Mutonen habe ich totalen Respekt. Die sind mir absolut unangenehm. Oh, das war nur eine Holztür. Gebäudetür. Mhm. Ja. Da. Na? Sag gute Nacht. Du solltest gute Nacht sagen und nicht zurückschießen. Ach nein, komm nicht zurück. Schnell weg, der Panzer. Ich habe ihn aber einmal erwischt. Ja. Okay. Hast du ihn erwischt? Einmal habe ich ihn erwischt. Ich habe ihn angeschossen. Mhm. Das jetzt gut oder schlecht? Die sind echt, ja, die haben eine hohe Panzerung, haben die, ne? Die können wirklich echt was ab. Ja. Hier ist auch echt schlecht ranzukommen, ne? Ja, ist Mist, ist das. Gefährlich.
Sehr gefährlich. Aber er hat jetzt diese Runde schon Reaktionsschuss gehabt. Ja. Wenn du hinter den Panzer gehst und aus dem Nebel versuchst, einen Schnellschuss auf ihn zu machen. Oder einen Autoschuss. Aber möglichst so, dass der Panzer nicht kaputt geht dabei. Nee, das ist kein Problem. Den Panzer treffe ich nicht. Okay. Ja, aber die Idee war gut. Panzer habe ich auch nicht getroffen. Nee, hast drüber geschossen, das war gut. Ja. Ich habe gar nichts getroffen, aber den Panzer auch nicht. Das war gut. Also, ja. Also zumindest nichts kaputt, es ist kein Schaden entstanden. Richtig. So. Willst du auf Distanz? Ich muss hier unten durch. Aber das scheint schon ein Problem zu sein. Ja, Zaun ist... Meine Herren, ich Zaun muss ist hier durch. Zaun ist schwer zu treffen. Hier. Ungern drüber. Ja, ja. So, Oma. Warte, nicht einer von meinen? Nee, war einer von deinen. Oma nicht. Nein, Oma war nicht. Die drei von mir stehen hinter der Hauswand. Richtig. Wir dürfen jetzt nur nicht zu forsch vorgehen, sondern locker bleiben. Dann gehe ich hier rein. Gut. So, Umut. Der Bacon oder Bacon? Baikan. Ja. Es sehe ich jetzt leider nicht mehr hier unten. Oh Gott, soll ich jetzt hier hingehen? Ich hoffe mal, dass er mich auch nicht sieht. Du erinnerst dich an den einen Motoren, den wir mit einer Granate nicht gekillt haben? Ja, ja, das ist halt das Problem. Die gehen mir ziemlich auf den. So, und hier mache ich mir eine neue Türe. Okay, ja. Hoffen wir mal das Beste. Nichts passiert. 6 Stück oder so passen da rein, ne? Ja, aber wir haben sie abgeschossen. Es könnte die Wahrscheinlichkeit bestehen, dass auch einer beim Beschuss gestorben ist. Da ist unser Kumpel wieder. Der hat sich nicht weit bewegt. Schnellschuss. Ja, und super. Ja. Willst du den Panzer als Deckung benutzen? Oder soll ich... Kannst ruhig weiter vorfahren, wenn du möchtest. Ja. Ich gehe durch den Obstgarten. Gut, ich versuche nochmal einen Schnellschuss zu landen. Jo. Ey, der geht auch nicht kaputt. Mm-mm. Okay, ich versuche wieder zurückzufahren. Zack. Okay, du willst durch den Obstgarten gehen? Vielleicht gar keine schlechte Idee. Okay. Na, ob das schon klappt? Nee. Keine Schusslinie. Du könntest der Baum davor. Mit STRG könntest du schießen, dann schießt du den Baum platt. Ja, ich warte eine Runde. Okay, ja, ist besser. Jetzt habe ich die Deckung da noch. Nur nichts. So, jetzt nochmal, Matthias. Matthias, jetzt komm schon mal. Richtig, also. Gut. Bei der nächsten Runde kann man. Soll ich dir da eine Rauchgranate hinschmeißen? Jetzt diese Runde? Dass du durch den Rauch laufen kannst. Und geschützt bist. Ich glaube, ich müsste da noch. Oh oh. Auf dem Dach. Das ist der hier oben. Schießen ab. Nick, ich versuche. Nee, mit 12, das geht nicht. Knie dich hin, oder? Hab ich noch 2, auch noch 2, ja. Knie ich mich hier hin. Ja. Ich hätte gedacht, vielleicht komme ich hier noch in die Deckung von der Hecke, aber nein. Also sind mindestens 3 unterwegs von den Schlingeln, von den fiesen. Pissflitschen, genau. Ich war gerade danach am Suchen. Danke selber. Ich suchte gerade nach diesem schönen Wort. Oh, shit. Ja. Mach ich so. Ja, ist besser. So, okay, dann lass mal gucken. Ich weiß jetzt nicht. Habe ich den... Granate habe ich natürlich nicht scharf gemacht. Hier die Granate. Warte. Ist auch nicht. Ich mach die Granate jetzt scharf. Wir brauchen da richtige Granaten und vor allen Dingen am besten die außerirdischen. Ich werf noch hier auch nochmal eine hin.
So weit kannst du gar nicht werfen, nee, weil Ding du doch unter dem Ding stehst. Ja. Ich will einen... So weit kannst du doch gar nicht werfen. Doch, du hast zu sehen. Ich will einen möglichst... Ah, ich sehe keinen. Das ist kacke. Ich rück mal langsam vor. Hier, den Panzer, den habe ich ja schon. Naja, schade. Ich dachte, der war auch schon fertig. Der war fertig, der war fertig, der war... Der kniet sich hin. So, jetzt fehlt nur noch mein Mann, der hier war. Genau, den nehme ich jetzt mit hier runter. Erstmal hier hin. Hier. Es ist nicht verkehrt. Better safe than sorry, sage ich nur. So, okay. Mhm. Okay. Nichts Schlimmes passiert. Naja, ist okay. Schieß ruhig. Der läuft ja nur hin und her, der Typ. Ja, der macht nicht viel. Komm, hier. Wie schmeckt das? Hat immer noch nicht geklappt. Der kann doch gar nicht so viel, können die doch gar nicht ab. Das geht doch ja nicht einmal. Mhm. Das geht doch gar nicht. Ich rück mal langsam vor hier. Mach mal. Ich rück mal zum Raumschiff hin vor. Aber dann kann der vielleicht von oben rauf schießen. Ja, da ist noch einer auf dem Dach, ne? Ja, ich weiß, das ist... Und hier unten rennt auch irgendeiner. Und da unten ist auch noch einer, stimmt, den haben wir ja auch noch nicht. Von den Figuren rum. Na komm, ich bin echt vorsichtig. So. Oh, das war falsch. Da ist er. Ja, das war ganz schön falsch. Zurück. Und Autoschuss. Jetzt müssen wir ihn unter Beschuss nehmen. Hm, genau. Oh, Gottes Willen. Ey, das wird eine Katastrophe. Komm schon. Oh. Oh, der ist so betäubt. Der steht wieder auf. Ja, aber der hat die Waffe dann nicht mehr in der Hand. Ja, das stimmt. Oh, Alter. Mann, Mann, Mann. Ey, so, okay. Hier stehe ich da. Hier ist... Ist der Musashi nicht deiner? Ne, das war meiner noch. Ne, das ist deiner. Okay. Geh ich mit dem hier rum. Wie stehe ich denn da? Was sollen denn die Nachbarn denken? Werner, Ecker. Warte, ich bin noch dran. Ja. Bist du noch dran? Hast du deine Leute nicht schon gezogen? Nein, oh, tatsächlich. Nein. Oh, um Gottes Willen. Jetzt ist die Aufregung. Es ist schon wieder... Ich merke, das überfordert mich schon. willst du... Ja, will ich. Okay, schieß ihn ab. Der kann nicht mehr viele haben. Nee, der ist schon... Der, ihr müsst nur einmal treffen, Freunde. Oder geh wieder zurück. Ja. Echt? Das macht doch keinen Ärger, ihr Mutonen. Ey. Der ist unsterblich. Noch ganz schön viel. Ja. Zumindest das Gute an den Motoren ist, die sind keine Psioniker, ne? Das ist schon mal sehr gut. Stimmt, ja. Das sind nur die Gorillas von den ja. Außerirdischen. Oh, der Matthias kann auch noch ziehen. Den wolltest du ja darüber. Komm ich da durch? Nee, komm ich nicht. Da auf dem Dach steht einer, wenn du aus dem Rauch rausgehst, dann sieht er dich auf dem Dach. Ja, aber... Ach, du hast hier auch keinen Rauch mehr. Ich kann dir in der nächsten Runde einen Rauchscreen schmeißen. Oder du machst es selber jetzt. Geht auch so. Ich glaube, ich mach's so. Mhm. Oh, Freunde, diese Runde ist wieder wirklich spannend. Ready? Ja, ready. Hau raus. Da ist auch noch einer im Raumschiff. Ich guck mit dem Panzer erstmal um die Ecke, warte. Mindestens einer ist im Raumschiff. Da ist immer noch unser Kumpel hier. Der weiß nicht genau, was er machen soll. Der rennt hier nur durch die Gegend. Ja. Okay, der Panzer hat versagt. Und der eine auf dem Dach. Okay, ich versuche hier mich langsam anzunähern.
Oder soll ich mal hier um die Ecke? Warte, ich guck mal hier um die Ecke. Der ist das Siste. Ist. Nein! Soll ich nur einen Autoschuss absetzen oder ist das das Todesurteil für mich? Kannst du noch in das Gebäude da reinlaufen? Nee, ich kann aber hier mich hinter der Ecke verstecken oder hier hin. Das würde ich machen, glaube ich. Ah, zwei. Ach. Okay, nee, ich sehe nur den anderen. Ja, aber der sieht dich ja dann auch. Ah! Vorsicht! Oh. Wer hat eine Sanitasche? Ja. Das nützt uns nichts, er kann sich nicht selber behandeln, ne? Nee, er kann sich nicht selbst behandeln. Sie. Sie, ja. So. Okay. Mist. Wer kommt denn jetzt da zur Hilfe? Aber kommt jetzt keiner ran. Okay, ich muss jetzt schnell hin und ihr helfen. Ja, geh weiter. Er muss gleich die Dingens tauschen. Ja, hoffentlich hält sie so lange aus, ne? Weil ich weiß nicht, warte mal. Das blinkt, also ich guck mal rein, kann man... Nee, du musst auf die Dingens... Ja, genau. Eine tödliche eine. Runde. Also noch 7 Runden. Okay, das ist nicht okay. Das ist dann nicht so gefährlich. Nur wie werden wir jetzt diesen Kakomotonen da los? Okay, komm, ich komme. Pissflitsche ist das Wort, was du suchst. Ja, diese Pissflitsche los. Ich gehe jetzt einfach ran, komm, ist egal. Oh no, bitte nicht. Oh. Ich gehe jetzt einfach ran, komm, ist egal. Jo. Oh no. Daniel. Ja, hättest du wissen müssen, dass genau das passiert. Nee, das sollte jetzt nicht passieren. Wir sind so gut gewesen. Wen hat's denn erwischt? Okay, in den USA haben wir keine Prominenz. Das ist schon mal gut. Okay, mein fertig, du bist dran. Selma, räche mich. Räche mich. Okay, erstmal jetzt hier den hier unten. Mann, ey. Unsere Jungs, die schießen aber auch einen Mist sich zusammen, hör mal. Hast du recht, was hat er denn hier? Schussgenauigkeit 57, so schlecht ist der gar nicht. Wollte ich gerade sagen, gar nicht so verkehrt, ne? Die sind alle aufgeregt, weil das Motoren sind. Ja. Und die treffen echt gar nichts. Keine Chance. Gar keine Chance. Du hattest mit dem Panzer schon, ne? Ja, der Panzer hat leider versagt. Der hat schon ein paar Schuss abgesetzt, die gut waren, aber der kippt nicht um. Na komm, Gott sei Dank. Endlich, der ist auch tot. Oder ist das der wieder aufgestanden ist, den wir nur betäubt hatten, der da auf den ich zu... Nee, der hat ja geschossen. Oh. Das hier ist der, oder? Nee, der hat eine Waffe, der hat auch schon geschossen. Der Betäubte liegt noch irgendwo im Feld, der hat eine Waffe. Dann ist das der, oder? Nee, der hat eine Waffe, der hat ja den ja oben abgeschossen gerade. Jetzt kann ich nur beten. Oder du setzt doch von da oben vielleicht einen Lucky Shot ab auf den... Könnte sein, aber der... Versuchen. Ah. No, aber okay. Ganz normal wollte ich gerade sagen. Schieß doch bitte. Oh, Gott sei Dank. Matthias. Alter. Matthias hat es rausgerissen. Der Matty ist ein Marksman, ey. Oh. Okay, jetzt... Ah, du hast nur einen da zur Verfügung, ja. Ja. Aber du kannst nicht schießen. Da ist ein Zaun davor. Ach nee, der ist ja tot. Ich will gar nicht schießen. Ah, der ist ja tot. Oh nee, also jetzt. Ich überlege, ob ich das hier hinwerfe, aber ich glaube, das wäre negativ. Das würde uns jetzt nicht helfen in dem Fall. Aber vielleicht wird er abgelenkt und läuft dann da runter und denkt, hey, was ist da los? Okay. Vielleicht. Hoffen wir es. Ja. Nächste Runde. Ja, das ist. Hoffentlich geht der wieder rein. Nein, er geht nach oben. Aber er trifft nichts. Oh, ist das ein Ding, immer. Das ist ein Ding. Er hat aber was getroffen. Ja, er hat mein. Hier, oh nein. Jetzt ist Privel. Ist bewusstlos. Aber er hat. Oh ja. Der ist auch gleich bewusstlos. Ja, Moment. Oder? Ja, der ist leider auch bewusstlos. Ach, Mist. Wie mache ich das denn jetzt? Ich gehe hier mit dem hier hin.
Ja, warte mal, der hat ja noch 6 Runden. Wie viele Runden hat der denn noch? Also den du gerade bewegt hast, der ist ja auch verletzt. Du kannst auch auf den Dingens da unten klicken. Achso, ja, ich mach da. Guck mal, der hat noch 11 Runden. Meinst du nicht, in der Zeit haben wir das UFO leergeräumt? Okay, die Privileg, ne, wie hieß sie noch? Das arme Mädchen, die liegt bewusstlos, aber ja. Ich gehe trotzdem hier hin. Warte, ich will den. Aha, da ist schon wieder einer. Warum? Das ist der. Ne, der hat auch eine Waffe. Der hat auch eine Waffe. Die stromern hier alle durch die Gegend. Ah, super. Ja, dann musst du jetzt schießen. Komm, aus der Nähe. Och, Menno. 15. Guck mal, Schnellschuss kannst du noch. Ja. Er hat nichts gebracht. Ja, okay. Meine armen Jungs und Mädels kriegen jetzt richtig ab. Okay, ich fahr jetzt mit dem Panzer hier hinten durch. Aber ich komme nicht mehr ran, war klar. Dafür blockiere ich jetzt einfach die Türe. So. Das sind jetzt wieder deine. 2 von meinen sind schon umgekippt, ne? Ja. Ob der Matti das nochmal. Ja. Ich wollte zu schnell vorlaufen. Ja, du hast gesagt, komm, ich laufe da jetzt hin, was soll's. Und genau. Da war mir schon klar, das geht funktioniert schief. Nicht. Das geht schief. Ja, ich hatte es auch im Gefühl, aber eine kleine Wahrscheinlichkeit hat bestanden, dass es gut gegangen wäre. Nein. Okay, es ist also quasi dann faktisch unmöglich. Wenn man sowas sagt, es geht nicht. Dann ist es vorbei. Richtig. So. Vielleicht kann der Matti nochmal ballern, wenn es ginge. Das kann er. Matti, gib alles. Ja, danke, nicht auf meine Leute. Matti, du warst doch so getroffen. Gut. Ja? Er hat getroffen. Einen. Kann auch mal. Ja, komm, hau raus. Ah, oh, bewusstlos, egal. Wenn sie bewusstlos sind, ist nicht schlimm. Die stehen ja nicht mehr. Wenn sie dann aufstehen, haben sie keine Waffe mehr. Ja. Er muss aus dem Rauch raus. Guck mal, der wurde nicht verletzt. Gott sei Dank. Ja, der ist nächste Wunde eh ohnmächtig. Aber er wurde nicht verletzt. Nee, übernächste. Nee, nächste. Ist das, ach so, ist das nur, ist das nur nicht, einer? Er kriegt eine? Ja, ist okay. Ich glaube, er kriegt ein oder zwei pro Runde dazu. Er wird jetzt umkippen. Ich glaube, ja. Jetzt ist nur noch der auf dem Dach da, glaube ich. Ach ja. Das Ding hat natürlich 3 Stockwerke, also quasi mit Dach. Ne, 2 mit Dach. Ja. Er hat Geschoss 1-2. Hier müssen wir aber auch noch mal reingucken. Ja. Okay, mache ich nächste Runde, ne? Ja, was anderes bleibt nicht über. Oh. Außerirdische stirbt, da keine außerirdische Klimazelle vorhanden. Weil der bewusstlos war. War bewusstlos, ja. Haben wir keine Klimazelle? Ach so, da in den USA nicht. Nee, nein. Stimmt. Ein XCOM-Mitarbeiter ist gestorben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, das war aber jetzt der Hammer. Rauchgranaten. Müssen wir. Ja. Der arme Kerl Michael. Hat. Ne, Michael. Michael. Michal. So. Keine Rauchgranaten. Das bedeutet, Stützpunkt USA kaufen Rauchgranaten. Das erledigen wir schnell noch. Ich kaufe direkt nochmal 20 Stück. Jetzt lassen wir den noch kurz reinkommen und dann rüsten wir noch schnell aus. Dann tun wir noch einen zusätzlichen Mann an Bord wieder, der hoffentlich auch eine persönliche Rüstung hat. Haben die alle persönliche Rüstungen hier, die Jungs und Mädels? 2 sind verwundet, guck mal. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die sind doch die ohnmächtig geworden wären und sind. Oder? Ja, genau, also. Genau. Wir müssen hier auch noch neue nachbestellen. Mhm. Okay, kaufen, Soldaten, 9. Ich bestelle mal, 2 sind verwundet, ich bestelle mal 4 nach. Mhm. Okay. Raumschiff ausrüsten. Sind nur noch 5 Aktive drin. Besatzung. Ja. Kommen die hier in den Sky Ranger. Ne? Der Vulkan und der Kihara. Mhm. Und jetzt müssen wir noch gucken, ob die persönliche Rüstungen haben. Soldaten. Ohne. Und wir haben natürlich auch keine hier. Dann müssen wir aus der EU welche EU transferieren. Genau. Transfer nach US1. Mhm. Ah, ist das alles jetzt persönliche auch Rüstung. Ihr habt schon gesehen, 5 Stück haben wir.
Wo hast du die gesehen? Hier da. Unten? Naja, da. Vierte von unten. Wieso sind die denn bei den Aliens? Ich schick mal 5 rüber. Ich weiß auch nicht, wonach das sortiert ist. Okay. Sind nur 3 möglich. 3 Transfer. Transfer 171 Euro per UPS-Paket. Kein Problem. Ja. Gut. Forschung, gut. Produktion. Gut. Gut, alles gut. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gibt es wieder einen Einsatz in... Bei München ist Deutschland. Das. Deutschland. Bei München, jo. Genau. So. Dann speichern wir jetzt mal ab. Spiel sichern. Neuer Spielstand. 17, 18. Zack. Hat er noch geklappt? 18 ist da. Ja. Okay. Puh. Ja, Selma, war heute wieder eine aufregende Folge, würde ich sagen. Ne? Ja. Boah. Ja. Diese verdammten Motoren, die sind mir aber ganz schön auf den Keks gegangen. Aber ja, okay. Die Motoren. Wir haben uns gut geschlagen. Wir haben nur einen Mitarbeiter verloren. Ja, und ich glaube, wenn wir demnächst erstmal die Plasmagewehre kriegen, dann ja. Geht das auch besser. Ja, ich glaube, mit den Motoren, die putzt man mit den schweren Plasmageräten dann ganz gut weg, ne? Ja, richtig. Gut. Ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, Selma und ich, wir wünschen euch wie immer Glück und ein langes Leben. Macht's gut und vielleicht bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Tschüss.